so für eine romantische Stimmung. Was ist hier im Altbrand? Am Alt. Natürlich, der Typ springt ins Auto in der Sekunde, wo wir losfahren wollten. Und ich so, what the fuck? Oh. Servus, der Tobi hier. Ich bin auf dem Weg zur Unwetterfreaks Weihnachtsfeier nach Fürstenfeldbruck. Da tun wir ein bisschen kegeln. Vielleicht gehen wir nachher auf den Weihnachtsmarkt, wenn es nicht allzu stark regnet. Weil die Schneemassen der letzten Tage sind jetzt durch dieses warme Wetter schon wieder abgetaut. Und so, ja, tropft alles so vor sich hin. Aber das ist halt das deutsche Wetter hier. Da schneit es mal viel und dann taut es schnell wieder weg. Vor allem jetzt im Frühwinter. Also ich denke, das wird ein gechillter Nachmittag und Abend. Seid etwas dabei, wie wir unsere Saison ausklingen lassen. Und ja, trinkt einen Glühwein mit. Oder macht euch einen Glühwein. Und oh, die Fahrer. Macht euch einen Glühwein, chillt ein bisschen mit, genießt die Aufnahmen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir einen schönen Tag. Wie viel Schnee hast du heute? Mehr als hier, ne? Da ist wieder im Wald irgendwo ein Baum umgefallen. Ich dachte, so hört sich das an? Ich hab das doch noch nichts vor gehört, ja? Ja, so hört sich das an im Baum. Da blitzt das hinter mir. Die Uhrzeit? Um 1 Uhr nachts? Ist doch hier keiner am Bahn. Das ist Balkon und fotografiert mich hier, ja? Ja. Und, ja, du. Was ist jetzt eine Einbildung? Dieses im Takt, dieses. Ja. Und dann dieses helle blaue, blau-weiße Leuchten. Ja, genau das. So Jungs, hier haben wir den offiziellen Unwetter-Freaks-Kalender. Würde ich sagen, schauen wir uns den mal an. So, die Superzelle von Mai im Lechfeld. Fotografiert von Daniel hier. Sehr schöne Zelle. Coolen Shirt. Auf dem Weg zu hier. Aber immer ist noch mal nicht gut. Ja, was für eine vorne an der Rückseite. Falls gleiche Zelle, oder? Ja, das war. Hey, jetzt hat die Superzelle die Kamera. Das ist die Linde sauber holen. Tico Stadt gezogen ist und dann ja, das habe ich erzählt, bei Augsburg ja so eine Scoreline ausgebildet hat. Auf der Rückseite gab es ja da ganz viele Korte. Da hast du das Foto, glaube ich, auch die bei Ulmer erwischt. Das Bald ist so, nimmt mich in den Arsch. Das war die gleiche Superzelle weiter vorher. Ne? Ja. Genau. Das war die gleiche Superzelle, die hätte fast hier an dieser Stelle einen Tornado produziert. Habe ich damals auch auf Zeitraffer aufgenommen. Format getroffen. Das ist die NA3 oder wahrscheinlich? Die NA3, genau. Wow, das ist eine richtig giftige Superzelle. Ich glaube, das war der 13. Juli ungefähr. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bei Freising in der Stadt mal am Kornfeld und ja, kam das Ding auf uns zu. Wir haben es dann noch versucht weiter zu verfolgen, aber das ist bei den Straßen leicht schwierig. So, hier jetzt vom Marius Block. Eine richtig geile HP Superzelle in Ostdeutschland, bei Bernburg, Grünen sind wir noch.
Bernburg. Marius, was war das? Magdeburg, oder? Bernburg. Wo ist denn das? Oder das ist doch, ja klar, das ist Bernburg gewesen. Das so ist südlich von Magdeburg ungefähr 50 Kilometer. Das war so klassisch, es musste sich da an den Punkt entwickeln. Was leider hat sich bei Steffen Hofen der Lize kommen. Steffen Gersthofen, ja, da war ich auch dran. Da haben wir ja jede Zelle fünfmal drauf. Das waren einfach die Garten. Das waren die Garten. Ja, die war fett. Ja. Bei Kassel, Schauer, bei Kassel. Kassel, was war das? Das ist doch nichts. Ja, das war voll gefahren. Ach so, das war die Ding. Das ist einfach nur so ein. Das war die Kasseler Superzelle hier. Jetzt sehen wir mal, wie das da runter, diese tiefe Böenfront. Und da kommt so viel Hagel raus an der Stelle, dass das Kondensationsniveau so weit runter sinkt, dass die Böenfront hier am Boden schleift. Oben geht die ganze Luft rein. Richtig geile Aufnahme. Ja. Und da macht man das. Ja, das schöne. Das war am gleichen Tag noch die nachfolgende Linie dann. Ah, okay, stimmt schon. Das ist immer so ein harter Kern, der kommt, aber so morgen auch schon frei. Da kannst du nachher auch schlafen. Macht das ist Staub. Die Petsmeldung. Gleich mal zurückschicken. Das ist immer Tarif für günstig zahlen. Weil ich so, jetzt das Chiemgau-Monster. Das hier ist am Chiemsee aufgenommen, hier vorne. Da drüben sind die Berge. Und da ist hier dann diese HP-Superzelle, die am Alpenrand den Monsterhagel produziert hat. Heftig oder mehr, immer mehr ausgelaufen ist, da hat sich dann die Zelle entwickelt. Bei Allershausen dann Superzelle. Ja, die kam von Augsburg, ist die, es gab eigentlich zwei an dem Tag, das war die nördliche und die haben wir bei Allershausen dann wirklich von München abgefangen und sah gut aus, haben dich von einer ganz weiten Entfernung schon gesehen, wie sie auf uns zugekommen ist und ja, wollte noch ein bisschen dranbleiben, aber hat es dann auch eher abgeschwächt wieder. Ich weiß, du hast noch geiles Schiff. Boah, fett. Der belegte gleich die Kamera, so leuchtet es. Ja, Mann, das ist geil. Boah, das ist eine Schraube, ne? Die Videos sind ja richtig geil. Das war die Zelle. Das schöne ist Hochberg. Was Hochberg? Ich glaube, das ist nicht schön. Schön, das hier hast du. Ah, okay. Ich glaube, da waren wir gewinnen an dem Tag. Man kann nicht immer chasen. Das hier war eine Großhagelzelle in Italien an diesem legendären Tag. Kommt hier gerade aus dem Gebirge raus da hinten und als es dann in das Flachlandregion gezogen ist, hat es dann einen riesigen Hagel produziert. Das waren auch Lagen. Das Ding ist das Ding, Dezember. Das absolute Monstergerät hier in Oberösterreich oder Niederösterreich? Oberösterreich. Oh, das war dann auch wieder diese Monsterhagelzelle vom Alpenrand. Und die ist damit so einem fetten Kohlpool ausgelaufen, dass die damit so eine fette Schäfklo mit Orkanböen gebildet hat. Warum können wir eigentlich das Ganze ja auch machen? Oh, ihr zieht dann Schmidt. Also, ich bin auch ich freue mich sehr, hier zu sein, dass wir uns zusammengefunden haben. Das ist ja immer so eine Sache, ne, bis man sich mal zusammenfindet. Letztes Mal war ich im Juli hier und kann man auf jeden Fall einen schönen Abend verbringen. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt mit den Wetterlagen so weitergeht. Wenn es eine normale Hochdruckwetterlage wäre, ja, der ewig das wird bis April liegen bleiben. Was bist du hier? Am Alpenrand. Am Alpenrand? Alpenrand vielleicht. Also bei uns liegen immer noch 40 Zentimeter. Ich wette, oberhalb von 6. Ja, es war ja, der Hagelchor war noch ungefähr 2-3 Kilometer entfernt. Und wir sind dann ja alle ziemlich panikartig zu den Autos und wollten sofort zur Autobahn, dass wir da wegkommen. Und natürlich, der Typ springt ins Auto in der Sekunde, wo wir losfahren wollten. Und ich so, what the fuck, wer sitzt da jetzt hinter mir drin? Auf den ganzen Kameras und Objektiven. Und ja, wir konnten da gar nicht mehr groß diskutieren, sonst wären wir ja komplett zagelt worden. Ja, klar. Ein Glühwein, zwei Glühwein. Ja, diese war das dann. Tut der Glühwein zu. Aber man muss ja auch alles frei.
So, dann gehen wir jetzt mal auf den Glühmarkt. Schuf zwar klein, aber ist wurscht. Hauptsache mal, das ist schon weihnachtliches Feeling. Ja, letzte. So, da wären wir. Musik spielt auch schon. Ja, eigentlich wollten wir jetzt hier was essen, aber ist so dermaßen voll. Naja, mal schauen, wo die Kollegen jetzt hinwollen. Ja, schaut schon was gut aus. Fällt's euch denn? Oh, Wahnsinn, wunderbar. So viel romantische Stimmung. Danach bin ich gefahren. 8 Stunden. Mit Tempomat aber, ja. Das war easy go. Hast du jetzt genießt? Für 3 Jahre lang. Was? 3 Jahre. Hagel. Hey. Oh, ein Hagelschauer. Jetzt bist du so kurz das Spiel erklärt, was wir jetzt machen. Zwei Teams hier dran. Und hier haben wir Zahlen, die müssen wir jeweils immer werfen. Und wer das Team die Zahlen zuerst weg hat, das hat gewonnen. Ich bin hier unten im Blattteam, im grünen Team. Obwohl ja alles auf weiß geschrieben ist, aber wir haben mit bayerischen Karten ausgelotet, wer wo spielt. Also, gib mal Gas. Kannst ja mal da deine Hand drin. Bin ich wieder dran. Nehmen wir mal eine fette Kugel. Erzählt darum, das Spiel so scheiße ist, weil alles kann man gut werfen, wird auf die 1 und 2. Und bis Mitternacht probieren wir das mal wegzuhauen. Okay, keiner hat mehr Lust auf das Scheißspiel. Jetzt einigen wir uns auf ein Unentschieden. Oder Unentschieden. Ja. Jetzt fall um, du Scheißletzten! Ja Leute, war ein schöner Abend. Wir kegeln jetzt noch ein bisschen zu Ende. War mein letztes Spiel. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Einen schönen Tag. Servus, sagt der Tobi.